forderte der amerikanische Hauptankläger Jackson in einer großen Rede die Schuldigsprechung der angeklagten Organisationen. Das Nazi-Regime, sagte Jackson, bestand keineswegs nur in der Gewaltherrschaft der hier anwesenden Hauptangeklagten. 1000 kleine Führer regierten. 1000 Imitatoren von Göring spielten sich auf. 1000 Schirachs verhetzten die Jugend. 1000 Saukes versklavten Arbeiter. 1000 Streichers und Rosenbergs schürten Hass. 1000 Kaltenbrunners und Franks folterten und mordeten. 1000 Schachts, Speers und Funks verwalteten, finanzierten und stützten die Bewegung. 1000 Schachts and Speers and Funks administered and supported and financed this movement. Hauptankläger Jackson schildert dann, wie weit diese Organisationen es verstanden, die dunklen Instinkte des Volkes zu wecken. Bezeichnend für dieses System ist der SS-General Ohlendorf. Er erklärte vor diesem Gericht ohne eine Spur von Reue und Mitleid, dass er selbst den Tod von 90.000 Männern, Frauen und Kindern angeordnet habe. Vor keinem Gerichtshof der Welt wurde jemals eine derartige Zeugenaussage gemacht. To a recital of such wholesale murder as this tribunal heard from him and from Whistlesini, a fellow officer of the SS. Abschließend erklärte Hauptankläger Jackson, die hier anwesenden Angeklagten haben ihre schädliche Macht verloren. Sie sind erledigte Leute. Jetzt gilt es, die Organisationen zu treffen. 60 Mitglieder solcher Organisationen, Angehörige der Wachmannschaft des Konzentrationslagers Mauthausen in Niederösterreich, stehen in Dachau vor Gericht. Vor dem eigentlichen Prozess erfolgt die Verlesung und Verteilung.